nämlich die sogenannten Zwischenräume, weil die werden meiner Meinung nach immer vernachlässigt. Das sind Zufallsräume, die einfach passieren ohne große Qualität für jene, die sich in den Zwischenräumen bewegen. Das finde ich sehr essentiell und wesentlich, weil das schon was mit unserer sozialen Struktur der Gesellschaft zu tun hat. Wenn man jetzt das Thema Handel oder ich reduziere es vielleicht jetzt auf die Definition des Einkaufens, sie mal beschränkt, dann glaube ich, dass es einmal zwei Bereiche gibt. Das eine ist einmal das Einkaufen von speziellen Produkten, die jetzt nicht alltäglich notwendig wären, wo ich einfach als Gegenüber einfach eine hohe Kompetenz erwarte, wo ich spezielle Produkte erwarte, zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich mir ein paar Jahre Fahrrad kaufe oder wir haben heute in Stefan Wimmer auch mit an Bord, wenn ich mir einfach eine Tracht kaufe, dann ist das ein anderes Einkaufen, auch als wenn ich meine täglichen Bedürfnisse nachgehe oder beziehungsweise die befriedige. Bei den einen Einkaufen fahre ich ganz gezielt wohin, wo einfach diese Kompetenz vorhanden ist. Da gibt es dann ein sehr emotionales Erlebnis. Da gibt es neben dem emotionalen Erlebnis aber eine sehr hohe Fachexpertise. Und dann basiert dieses Einkaufen eher Basis auf diesen Themen. Was aber wichtig ist im stationären Handel, ist das, sage ich mal, das Bedürfnis der täglichen Ware. Und das ist jetzt was über eine Struktur, über vielleicht über einen Charakter, einen Dorfcharakter dann wesentlich über die Funktion des Kaufens hinweg geht. Nämlich da ist der soziale Aspekt im Vordergrund. Wir wissen natürlich alle, unsere Gesellschaft tendiert dahin zur Vereinsamung. Das heißt, obwohl wir glauben, digital mit der ganzen Welt vernetzt zu sein oder nicht nur glauben, wir sind sie digital, veröden wir im sozialen Kontakt, im zwischenmenschlichen Kontakt. Und da glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir den Handel, sage ich mal, genau diesen sozialen Aspekt dann jetzt als Mehrwert wiedererkennen. Das heißt, das einzelne Geschäft wird natürlich notwendig sein, aber das einzelne Geschäft ist nur ein Teil eines großen Organismus, einer gewachsenen Struktur. Ich versuche da immer ein bisschen die gewachsenen Strukturen einer Altstadt herzunehmen oder auch nur eines funktionierenden Dorfes. Und du hast auch eingangs erwähnt, Georg, wir sind ja noch in der glücklichen Lage, speziell da in Altenmarkt, noch in funktionierenden Strukturen leben zu können, wo ich einfach meine täglichen Bedürfnisse innerhalb einer kurzen Wegebeziehung erfüllen kann, gell? Und da ist es eben ganz wichtig, dass diese Zwischenräume, von denen ich eingangs gesprochen habe, auch natürlich gewisse Qualitäten haben, weil nur dann, sage ich mal, wird eine Interaktion im Sozialen stattfinden. Das heißt, nicht nur mehr Akt des Kaufens, ich fahre mit dem Auto jetzt zum Zielgeschäft, steigt da aus, geh rein, hab vielleicht nur eine menschliche Begegnung, hoffentlich, wenn mir nicht irgendein Automat gegenübersteht, wo ich mir meine Ware rausdruck. Nochmals ist es, das, dass ich dann vom einen Geschäft zum anderen, sage ich mal, vielleicht spaziere, gehe und da dann auf diese zwischenmenschlichen Begegnungen stoße, die uns als Menschen einfach ausmachen und die uns als Gesellschaft auch definieren. Ja. Und das ist ein Prinzip, das sie natürlich auch große Einkaufszentren zunutze machen, ohne jetzt Namen zu nennen, aber wir wissen ja, von was man redet. Das heißt, da geht interessanterweise der Mensch nicht nur mehr hin zum Einkaufen, oft sogar gar nicht mehr zum Einkaufen, sondern einfach genau um diese sozialen Kontakte noch zu erleben, um zu sagen, auch zu konsumieren. Und das ist einfach ein großer Fokus, den wir wahrscheinlich in nächster Zukunft einen ganz einen hohen Wert geben sollten. Und da ist eine Frage, wem geben wir diesen Zwischenraum? In den letzten Jahren, Jahrzehnten ist das Auto das Wichtigste gewesen, diese Mobilität. Das heißt, der Maßstab dieser Zwischenräume ist auf das Auto und auf eine dynamischen Bewegung beschränkt worden. Und der menschliche Maßstab ist dabei verloren gegangen. Es sind Aufenthaltsqualitäten verloren gegangen.
Und wir kennen das alle in Gewerbesituationen, die sich vor einem historischen Ortskern entwickelt haben. Auch in Altenmarkt gibt es ein Subzentrum. Da gibt es keine einzige Aufenthaltsqualität. Alles, was da gibt, sind unkoordinierte Parkplätze, weil natürlich auch der Handel und der Wirtschaft schreit, wir brauchen die Möglichkeit, dem Kunden vor die Haustür zu fahren. Ich würde das sehr stark hinterfragen oder diskutieren. Und da, glaube ich, müssen wir wieder weg, weil der Mensch muss wieder im Vordergrund stehen. Und dafür müssen eigentlich diese Räume und diese Strukturen wieder entsprechend aufgebaut werden. Jetzt hoffe ich, dass in meinem vielleicht unreflektierten, da jetzt doch ein bisschen ein Verständnis entstanden ist. Ansonsten bitte einfach um Fragen, was ich damit meine. Aber das einmal von meiner Seite vorab. Die Idee ist, danke, da haben wir mal vorerst, dass wir eine Runde durchmachen. Du hast Stefan Wimmer erwähnt. Ich habe noch gar nicht jetzt eingeleitet. Stefan Wimmer, das zeigt dieses Geschäft, dass er mit einer Positionierung eines besonderen Geschäfts etwas gelingen kann. Kommen wir dann noch dazu zu gewissen Leuchttürmen. Ja, diese Zwischenräume vielleicht noch, die du immer betonst, Tom, jetzt in Altenmarkt, wo die Geschäftswelt noch so aktiv ist, wo es eigentlich, glaube ich, null Leerstand gibt. Siehst du die da oder ist das von dem her nicht ideal? Und da muss man wieder sagen, aus der gewachsenen dörflichen Mitte funktionieren sie noch in Begleitung, sage ich mal, des Straßenzugs. Aber sobald man den Fokus auf dieses von mir erwähnte neue Zentrum lenkt, merkt man, da ist eigentlich in der Planung oder in der Konzeption was misslungen. Gell? Da ist man anlassbezogen, hat man einfach gewisse Frequenzbringer. Das war dazu mal die Post immer da rausgebracht hat. Und es ist ja nicht nur der Handel, sondern es ist Dienstleistung, was natürlich auch eine Bewegung provoziert. Und das Geheimnis ist natürlich ein idealer Mix von allen. Gell? Und wenn da dann so dieses zweite Subzentrum passiert und das ohne ein Konzept eines Masterplans, wo man genau diskutiert, wo man sich auch genau committet, welchen Stellenwert hat der Mensch, welchen Stellenwert hat die Mobilität des Autos, gibt es Aufenthaltsqualitäten oder nicht, das ist eben da nicht mehr passiert. Und jetzt sind wir in Altenmarkt, wie gesagt, in der glücklichen Lage. Es gibt den historischen Ortskern, der allerdings, sage ich mal, vom Handel schon ein bisschen verödet. Das wäre wieder interessant, wenn man da wieder ein bisschen was ins Zentrum kriegt und wenn man die Autos aus dem Zentrum noch mehr, sage ich mal, und das sage ich ganz bewusst, wohl wissen, dass ich mich da ein bisschen exponiere, wenn man das noch mehr in den Hintergrund drängt und den Platz, sage ich mal, im Sinne einer Begegnungszone wieder den Menschen zurückgibt, dann glaube ich, kann da was passieren. Und dieses Passieren ist was, was nicht morgen passiert. Und das ist ja in solchen Arbeiten ganz, ganz schwierig. Man braucht da ein großes Vertrauen. Man braucht da viele, die an das glauben, gell, dass wir alle Menschen diese Räume brauchen. Und man braucht da Durchhaltevermögen. Aber es gibt mittlerweile so super viele schöne Beispiele, wo eben genau über Begegnungszonen, über größte Kritik, wenn man sagt, die Mobilität drängt man ein bisschen in die zweite Reihe, die da mit Erfolg vorausgehen und wirklich da Räume plötzlich schaffen, die eine Qualität haben, die dann wieder bewusst besucht werden und wo man auch dann wieder bewusst was gegen den Handel über Internet, über Amazon entgegensetzen kann. Weil auf einer anderen Ebene, auf der professionellen Ebene kann man das nicht. Amazon, was besser professionelleres gibt es einfach nicht. Gell? Niederschwellig, ich sitze daheim, bestelle mein Produkt, nächsten Tag um 17 Uhr läutet der Hausposte und bringt mir das Produkt. Also mit dem kann man immer punkten. Gell? Das ist ein Must-Have, das der Kunde erwartet. Gell? Die Frage ist, wie sich der Handel positioniert und da glaube ich, und jetzt sind wir wieder beim Thema, dass da das Zwischenmenschliche, das Soziale und die Begegnungsräume, die da wieder passieren, auf sehr improvisierter, zufälliger Art und Weise, weil man sich halt so sprichwörtlich über den Weg läuft, was da dann passiert, das ist die Qualität. Mhm. Aber nicht, dass ich meine 2 Kilo, weiß ich nicht, Speck mit habe. Das ist ja. Klar. Danke mal vorerst. Und das wäre die Frage, wie wir da als Ökonomie der Menschlichkeit wirken können, wie wir das unterstützen, sichtbar machen können.
Und wie man da wirklich auch die Gesellschaft mit diesen tiefen Bedürfnissen auch dann erreicht, dass wir soziale Wesen sind, dass wir Begegnungen, wie du gesagt hast, brauchen. Und wenn das eben viele tun, was Gemeinsames schaffen, schön. So, jetzt ist Gerhard, lieber Herr Architekt, jetzt bist du ja in ganz, ganz vielen Prozessen. Und ich weiß einiges dazu, was da an Rückmeldungen kommt, wo du immer sagst, wie eingangs schon, wo es um Mediation geht, dass man einfach auch, ja, sie gegenseitig versteht und das gemeinsame größere Anliegen dann in Folge auch sieht. Was ist so deine Erfahrung? Wie siehst du das? Vielleicht auch mal ganz klar kommuniziert, wenn wir so weitermachen wie bisher, gehen wir in eine gute Zukunft. Ja, danke. Danke auch, Tom, fürs Aufbereiten des Feldes, weil das hast du sehr gut gemacht. Herzliches Gruß Gott auch von meiner Seite. Ich sehe Handel eigentlich als Bedürfnis, oder? Jemand braucht was, jemand will was loswerden. Es passiert eine Anbahnung irgendwie, ja? Und dann greift jemand zu und erwirbt ein Produkt sozusagen, ja. Und diese Anbahnung, dieses Bedürfnis, dieses Wecken irgendwie, das hat der Tom schon sehr schön beschrieben sozusagen. Das kann Handel sein. Dazu braucht es aber sehr, sehr gute, sage ich mal, Geschäftstreibende, also Verkäufer und auch sehr, sehr gute Kunden, die sich auf so ein Anbahnungsgespräch einlassen, weil sonst kann ich es bei Amazon machen, oder? Wir als Büro arbeiten natürlich einerseits mit dem öffentlichen Raum, das heißt, das, was der Damm genannt hat, sozusagen nenne ich vielleicht Verweilzonen schaffen, Vorzonen auch schaffen. Wir haben ja den öffentlichen Bereich, den halb öffentlichen Bereich, den halb privaten Bereich und den privaten Bereich. Und da gibt's für uns fachlich natürlich Übergangszonen und das ist auch dieses Anbahnen mit dem Handel irgendwie, ja, weil du musst ja diese Schwelle ins Geschäft irgendwie schaffen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, sehe ich schon den öffentlichen Raum auch als konsumfreie Zone ganz gerne ab und zu. Das heißt, dass nicht aus jedem Ding ein Geschäft werden muss, sondern wo sich sozusagen die Menschen im öffentlichen Raum noch frei bewegen können. Also der Handel ist im Wandel natürlich. Ich glaube, wir werden nicht alles stationär einkaufen, aber wir werden sicherlich sozusagen spezielle Dinge und spezielle Leute brauchen, die eben dieses fast wie das Geschäft als Bühne sehen sozusagen, ja, und sich präsentieren und hier eben auch nach außen in den öffentlichen Raum dann letztendlich wirken, ja. Und früher hat man ja die Handelstreibenden richtig gekannt. Das waren ja im Ort auch Leute, die sich durchaus positioniert haben und die was zu sagen gehabt haben und die einmal was gesagt haben, was vielleicht nicht gepasst hat, ja. Und das muss man vielleicht auch wieder. Was der Tom auch gesagt hat, der öffentliche Raum als Begegnungszone. Also wir haben vor 10 Jahren eine der ersten in Österreich entwickeln dürfen, haben dann auch geschaut, dass das in die Straßenverkehrsordnung kommt, weil es muss ja alles reguliert sein bei uns, logischerweise. Das heißt, das ist die B83 Kärntner Bundesstraße, alte Verbindung Wien-Triest in Felden. Also die geht quer durch den Ort und wenn die A2 Südautobahn gesperrt ist im Sommer, dann geht wirklich der ganze Verkehr da durch und besser gesagt, er geht nicht, sondern er rollt ganz sanft mittlerweile seit knapp 10 Jahren und es geht alles. Es gehen Fußgänger, es gehen Fahrradl, es gehen Scooter, es geht Verkehr, es geht Handel, es geht Gastronomie und es geht Festeln und was Gott noch was alles und es wird kaum gesperrter Ort, aber es geht alles halt viel, viel langsamer und vielleicht ist diese Entschleunigung schon was wert und gibt dem öffentlichen Raum auch eine neue Qualität zurück. Ich kenne auch einige Salzburger Orte. Ich war gerade mit einer steirischen Gemeinde Semreach, wo wir diesen Ort auch wieder geöffnet und belebt haben in Salzburg. Wir waren in Bihofen und haben uns das angeschaut. Ich finde Bihofen, was das betrifft, sehr gelungen. Wir waren in Damsweg
ich glaube, der öffentliche Raum dort, die Leute sind jedenfalls sehr bemüht und haben ein großes Bewusstsein sozusagen hier das zu machen. Jedenfalls haben die Leute, die Handelnden dort und auch der Bürgermeister das so präsentiert, was ich super gefunden habe. Und mittlerweile haben wir das eben geschafft, den Steirern auch Mut zu machen und haben in Steinz und in Semreach und so weiter solche Belebungen gemacht. Also zum Beispiel Semreach nördlich von Graz, ich sage immer die Kanzel über Graz, wie ich dort hingekommen bin, also da war gar nichts. Ja, alle Gasthäuseln zu, ja, die sind vielleicht noch in die Schule gegangen, die Kinder dort, aber es ist wirklich kein Handel passiert. Mittlerweile sind die ganze Erdgeschosszone und wie der Tom auch gesagt hat, nicht nur mit Handel, sondern mit Dienstleistungen. Es gibt wieder Wirtshaus, es gibt jegliche Art von Büros, Arzt und so weiter. Also einen guten Nutzungsmix und ich glaube, den braucht es auch. Und ich glaube schon auch, dass die öffentliche Hand sich dessen bewusst sein muss und bewusst investieren auch muss, weil wenn die öffentliche Hand investiert, dann investiert auch die Privaten. Das ist eine gute Vorzeigequalität und das haben wir sowohl in Felden als auch in Semreach, also Steinz, also in Mondsee haben wir gerade was gemacht. Also da ist schon dann ein Bewusstsein da und das schaukelt sich gegenseitig positiv hoch. Offensichtlich in Altenmarkt ist das auch so der Fall und das freut mich ganz besonders. Und ich glaube, dass das weitergehen wird, noch weit über Dienstleistung hinaus. Ich glaube vor allem, dass die Bildung dabei eine große Rolle spielen wird. Wir werden vor allem im ländlichen Bereich nicht unbedingt mehr größere Schulen brauchen, sondern ich bin auch fürs deslozierte Klassenzimmer. Das heißt, dass die Erdgeschosszonen durchaus auch als Lernräume, als Lehrräume, als Workshops verwendet werden können. Zum Beispiel, sag einmal, warum muss der Werkraum in der Schule sein? Kann der Werkraum nicht der Marktplatz sein und dann gehen halt die Kinder dort werken und beleben damit die Erdgeschosszone und es entsteht vielleicht was, das sie dann auch dort verkaufen können. Und ich sage einmal so, in Leuten, denen ich das in die Köpfe bringe, funktioniert das eigentlich ganz gut. Und auch, wie man früher gesagt hat, Handarbeiten, also textiles Werken muss vielleicht nicht in der Schule passieren, sondern kann genauso im halböffentlichen Raum passieren. Und ich glaube, da gibt es viele andere Sachen, wenn man das durchdenken geht, vom Musikunterricht bis zur Bibliothek. In Semreach haben wir das so gemacht, dass die Schulbibliothek auch die Dorfbibliothek ist. Die Bibliothek ist aber auch der Raum, den man öffnen kann mit einer Faltschiebewand zur Kirche hin. Und die Agape passiert dort genauso in der Bibliothek, logischerweise. Also ich glaube, unsere Räume müssen auch mehr Nutzungsintensität kriegen, weil nur mit dem Leben, mit der Nutzungsintensität werden wir auch es schaffen, hier ein Leben in diese Dörfer zu bringen. Und wie ihr schon merkt, mir liegt der Bestand sehr am Herzen. Ich bin der Meinung, Österreich ist gebaut. Mit wenigen Ausnahmen haben wir alles, was wir brauchen. Wir müssen es nur halt natürlich in eine neue Generation teilweise bringen und das geht aber ganz ganz gut. Also ich glaube nicht, wir sind auch viel zu schnell beim Abbrechen, bin ich der Meinung. Wir denken viel zu wenig nach und die Sanierung hat so der Bestandsumgang, Weiterbauen am Bestand hat so den Titel kompliziert, Risiko, du weißt nicht, was es finanziell bedeutet. Ich glaube, man kann auch sehr einfach, also wenn Leute nicht wissen, was sie mit ihrem Haus machen sollen, zum Beispiel mit dem Bestand, dann sage ich, lasst es einfach einmal. Öffnet die Räume, ladet Leute ein, macht ein Festl dort im Erdgeschoss, ladet die Schulen, die Bildung ein, fragt jemanden, ob jemand da vielleicht sozusagen nicht einen dauerhaften Handel, warum muss ich Geschäftszeiten haben? Ist ja gar nicht notwendig, Geschäftszeiten zu haben, sondern kann ich auch flexibel halten, das Ganze. Und ich glaube, wenn man das so
macht, dann kann man auch mit den Eigentümern, ja, weil es geht ja immer darum, in Wirklichkeit geht es um Eigentum und natürlich will der was mit seinem Bestand verdienen und dann hat er ein schönes Haus am Marktplatz und jetzt will er da natürlich ein super Handelsgeschäft haben, ja. Und in Wirklichkeit muss man allen beibringen, wir sitzen im gemeinsamen Boot. Die öffentliche Hand, also die Gemeinde, die Eigentümer der Gebäude, die Nutzerinnen der Gebäude, also der Handel, die Bildungseinrichtungen, die Vereine in einem Ort, ganz, ganz wichtig, unbedingt gut mit einbinden. Und dann können wir die Dinge heben. Und sobald einer übereinander schimpfen anfängt, ist schon vorbei, muss irgendwer schon einen Schritt zurück machen und das ist, glaube ich, dann nicht die soziale Qualität, die der Tom gerade früher beschrieben hat. Und auch wenn wir beide Architekten sind, ich sage immer, das Bauen kommt zum Schluss. Gell? Also vielleicht bauen wir auch nichts. Ja? Vielleicht ist auch mehr gemacht, wenn wir nichts bauen, sozusagen. Ja? Aber wir beraten die Leute auch gerne. Also wir sind nicht unbedingt Leute, die Ziegel oder Holz in der Hand haben müssen, sondern wir uns geht es darum, glaube ich, Räume zu beleben, so zu beleben, dass die Leute gut miteinander können, egal ob im öffentlichen Raum oder im Innenraum, um die Definition, wie man diese Schwellen eben ausbilden und wie man da noch viel mehr Gemeinsames am Ende zusammenbringen. Ich glaube, das reicht für den Input im Moment. Danke. Danke, Gerhard. Was ich immer als Rückmeldung kriege, ist gerade die jüngere Generation, die oft diese Begegnung gar nicht mehr gewohnt sind. Natürlich im Internet viele, viele Vorteile, hat billiger, kann es zurückschicken, geht schneller. Und uns ist, bei Corona, glaube ich, haben wir es gesehen, wie sehr uns der soziale Kontakt dann abgeht. Und was aus unserer Wahrnehmung braucht, ist einfach eine gemeinsame Erkennung, eine gemeinsame Kraft und immer die Wiederholung, um was geht es denn in dem Sinn wirklich? Geht es nur um egoistisch, um ein billiges Produkt oder geht es um unseren Lebens- und vor allem Erlebensraum? Und eben diese Zusammenhänge, wie Sie gesagt habt, Dom Gerhard, weil, glaube ich, und das ist auch öfter gekommen, wenn man mit so visionären Menschen spricht und mit Andreas habe ich mich auch austauscht, es wird ein davor brauchen bei gewissen Kunden, den Rollbalken aufzutun in der Früh und zu erwarten, dass die Leute reingehen, wird oft einmal nicht mehr funktionieren. Aber wenn es da vorher eine nette, angenehme Begegnung gibt und der weiß, ah, du hast dieses Ladengeschäft, dann gehe ich in dem Sinn rein. Und ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel in dem Sinn zu tun, weil es einfach schleichend ist. Es geht noch und wir auch in unserem Bereich Salzburg viele Tourismus etc. Allerdings Oberösterreich und viele andere haben einen hohen Leerstand. Und ich glaube, wenn das einmal eine Dynamik kriegt, dann ist es ganz, ganz schwierig. Und wie du auch sagst, Gerhard, rein mit Ladensgeschäften wird es in gewissen Bereichen auch nicht mehr gehen. Ein ganz spezielles Geschäft, was auch mit Handwerk verbunden ist und man sieht mit einer klaren Positionierung, mit Beständigkeit, mit Klarheit ist enorm viel möglich und da gibt es, wir sagen, ein Laden und der Weltenwanderer, der Gregor, hat die Tür aufgemacht vor ein paar Jahren, wenn wir wandern gegangen sind und wie hat er gesagt, ein gefährlicher Laden. Ein gefährlicher Laden, der hat nur ein paar Sachen gesehen und gefährlich oder so gemeint, gefährlich, dass ich da was kaufe. Ja. Stefan, du bist der Pionier, du hast vor 10 Jahren, glaube ich, schon das Wort Lebensfreude in der E-Mail drinnen gehabt. Wir sind auch schon länger in Kontakt. Und ja, ihr seid in Schlehdorf, nördlich Salzburg, wo man nicht unbedingt sonst hinfährt und die Leute kommen von weit her zu euch. Was macht ihr? Wie gelingt sowas? Ihr seid in der 10. Generation, die Monika gerade übernommen. Stefan, danke für dein Wirken und wenn es da ein paar Impulse gibst, was ist denn der Aha-Effekt bei euch? Oder würdest du denn sagen, ich definitiv? Ja, danke Georg, danke für die Einladung. Hallo Herr Nolle. Ja, ich glaube, unsere Besonderheit ist eben, dass man das, was man bei uns kaufen kann, das gibt es sonst nirgends. Das ist, zeichnet uns irgendwo aus. Also wir machen eben Trachten nur zur Erklärung, für Damen, für Herren, auch für Herren machen wir auch Lederhosen. Also vom Dirndl bis zum Trachtenjanker kriegt man bei uns alles, aber alles nicht fertig, wie es eben in viele Geschäfte gibt, sondern wirklich, wir haben da eine Schneiderei und da wird das dann wirklich gefertigt. Und die Schneiderei, die sieht man, wenn man zu uns reinkommt ins Geschäft, kann man in die Schneiderei gehen, da ist keine Tür rein, sondern ist ein
Zuerst war es eigentlich eine Klostür, das ist meine Sekt. Das hat sich aber dann so entwickelt, dass die Klostür so immer offen ist, weil dass die Leute einfach auch die Geräusche aus der Werkstatt hören. Oder wenn sie jetzt einmal klopfen hören, fragst du dann oft, ja, wird bei euch was kommen? Und du weißt, ist das Klopfen, wenn man die Nähte an einer Lederhose auseinanderklopft. Und dann ist man schon im Gespräch über das Tun. Und das interessiert die Leute sehr. Also zu uns kommen halt Personen und Kunden, die halt was Spezielles suchen. Da ist für uns aber auch das Internet wieder der Vorteil, weil wir dadurch auch leichter gefunden werden, weil wir wissen die Leute sonst, dass es uns überhaupt gibt. Also das ist für uns ein Vorteil. Und der zweite Vorteil ist eben, dass wir das große Glück haben, dass wir ein Produkt haben, das man halt will. Man muss nur wissen, dass es gibt. Und aber ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich neugierig möchte, sind die Mitarbeiter. Also wenn ich in der Früh grantig ins Geschäft reingehe, dann kriege ich einen Grant zurück. Wenn ich gut gelaunt reingehe, beim ersten Mal merke ich es vielleicht nicht so, aber wenn ich in der Früh immer halt so, ja, mich freut es, dass ich da jetzt in der Werkstatt bin, mich freut es, dass da Mitarbeiter da sind, mich freut es, dass die auch mit ihren Sorgen kommen. Weil es ist ja nicht so, dass die nur mit ihren Händen kommen, sondern da hängt dann die Hände, die da was machen sollen, da auch noch was dran. Da hängt der ganze Körper dran, da hängt der Geist, die Einstellung und auch natürlich ein persönliches Umfeld dran, das da auch mit in die Werkstatt nehmen. Das legen sie nicht bei der Eingangstür ab. Und auf das muss man halt auch in gewisser Hinsicht denken. Das dann im Grunde die meisten Unternehmer, die meisten Geschäfte. Aber wenn ich jetzt schon hingehe und sage, ich bin präsent, ich bin da, ein neuer Tag geht los, wir starten in den Tag, wir schaffen wieder was, wir machen ja ein freudiges Produkt, meistens für freudige Anlässe, das ist ja auch unser Glück, dann kriege ich das früher oder später über die Mitarbeiter zurück. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen, aber im Laufe der Zeit bauen wir ein Team auf, das einfach, wir fangen um 7 in der Früh an, also für viel Zeit so gefühlt um Mitternacht. Nein, die kommen, die meisten sind um 6:45 da und tauschen sich noch kurz aus und starten dann einfach mit der Arbeit. Aber gleich mal so, nicht irgendwie so schleppend, jetzt brauche ich nur einen Kaffee, jetzt brauche ich noch das, sondern wirklich starten da gleich mal flott in die Arbeit los. Und das, glaube ich, ist aber schon eine Einstellung und das kann man auch vorleben. Da, Stefan, eine Frage noch zum Geschäft. Natürlich, Handwerk, das wird gemacht und Josef Zotter zum Beispiel, die Transparenz ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Sichtbarkeit und das ist eine Riesenchance, dass man Kreisläufe in dem Sinne erzeugt gegenüber der Anonymität, was ihr in dem Sinne auch macht. Aber wer hat denn das Gefühl bei euch, wenn du da reingehst, ich will nicht zu viel verraten für alle, die zu euch wollen, dieser Raum, der wirklich anders ist. Wie kommt man auf sowas? Sind ja zwei Häuser und die irgendwie verbunden sind, aber das meine ich ja auch das Interessante, dass man verblüfft, dass man eigentlich was kriegt, was man gar nicht erwartet, bevor man reingeht. Da habe ich das große Glück, dass ich den Tom Lechner dann kennengelernt habe und dass uns der das geschaffen hat, weil der hat das Gespür gehabt, ein altes Haus, ein mittelaltes Haus, sage ich jetzt mal, dass man die verbindet und dass man denen nicht die Seele nimmt. Der hat immer gesagt, wir schaffen da eine neue Adresse, also ein neues Ankommen, einen neuen Eingang, einen neuen, ja, neues Entree, wo die Leute dann herkommen, die zum Beispiel, wenn du jetzt aus deiner Stadt kommst und fährst in so ein Dorf, fährst vorbei bei den Wiesen, bei den Kühen, bei den Bauernhäusern, so wie es halt in so einen Richtung Dorf zugeht, und dann landet man in so einem kleinen Dorf mit 1100 Einwohnern, und dann ist es dem Tom schon gelungen, dass er da jetzt nichts verkünstelt hat, sondern dass man sich denkt, ah, ich bin ja jetzt neugierig. Also von außen schafft man schon Neugierde und von drinnen schafft man dann das Gefühl, dass man angekommen ist. Dass man sich nicht irgendwo verliert, dass es eine Riesenhalle ist, dass es recht hoch ist, dass es hoch hat, sondern dass man sich, dass es überschaubar ist, nicht, aber nicht vollgerammt ist, sondern dass wirklich ein großzügiger Ankommort geschaffen worden ist.
Und in dem Raum, der so mal sehr wichtig ist, brauchst du aber dann Menschen drinnen, und auf das möchte ich jetzt noch ein bisschen eingehen, ganz kurz, die das dann erleben. Also die Werkstatt ist eins, aber der erste Kontakt ist ja entweder bei uns aus der Familie oder unser Team im Verkauf. Und mir hat einmal wer gesagt, wie suchst du deine Mitarbeiter aus? Ja, wie halt alle. Also du schaust, was haben die für Qualifikationen und hin und her, und gibt es jetzt halt so gewisse Kriterien, dann sagt sie, na du, wir haben jetzt vor ein paar Jahren umgestellt, wir schauen zuerst die Person an. Wie passt die zu uns? Wie passt die zu unserer Firmenkultur? Wie passt sie zu unserem Produkt? Wie passt die zu den Mitarbeitern? Und ist die fähig, ist die bereit, dass sie sich in die Richtung, dass sie sich das Wissen aneignet, das für uns dann braucht. Und das tue ich jetzt ein paar Jahre. Und das hat mir so sehr geholfen, weil früher haben wir eben geschaut, passt die Qualifikation? Und die ist jetzt im Grunde total nebensächlich. Sondern passt die wirklich zu uns ins Team? Weil habe ich eine Person dabei, die quer treibt oder die das nicht liebt, die versaut die anderen einen Teil für ihren Arbeitstag oder der. Oder, kurz Beispiel, ich war jetzt vor kurzem in einem Café mit einem Bekannten, ein Stückchen weg, aber das ist ganz egal, gehe da rein und da war die Barista da, du hast den Kaffee bestellt und die hat ihn dann gemacht. Aber mit so einer, wie soll ich sagen, dass der direkt das Herz aufgegangen ist, ich wollte nur einen Kaffee. Und dann haben wir die ein gutes Gefühl geschenkt. Die 2-3 Minuten, was ich mit der, oder vielleicht 2 Minuten, was ich da in Kontakt war mit der, dabei sie meinen Kaffee gemacht hat und mir den da übergereicht hat, da merkst, das ist eine Person, die ist für das geboren. Die kannst nicht so erziehen, dass die Grundfreundlichkeit hat, dass auf die Leute einfach zugeht, obwohl ich nur einen Kaffee wollte. Das muss da angeboren sein. Und wenn du jetzt im Handel arbeitest, ich glaube, das muss da angeboren sein. Du kannst neben trainieren, der lieber Akten ordnet und sagen, du wirst jetzt ein Verkäufer oder Verkäuferin, sondern es gibt zum Glück nur die Leute, die muss man halt finden. Das ist die Schwierigkeit. Ja. Stefan, wunderschön, schöne Überleitung. Ich würde ganz kurz einen Impuls geben und dann überleiten an andere, so dass ziemlich jeder, der mag, da sich einbringen kann und wo wir schöpfen. Wir haben ja das ja aufgezeichnet, fast vergessen, ein paar Minuten später. Stefan, danke. Und gewisse Dinge kann man nicht beschreiben, sondern erleben, und bei euch ist es so. Weißt? Man kann natürlich versuchen, die Dinge darzustellen, aber gerade dieser ganz interessante Aspekt, ihr habt geschaut, dass die menschlich dazu passen und das fachliche Kimbab in der Einstellung da ist, ist ganz schön. Und wenn wir jetzt sagen, und wir haben auch mit Gerald Hüther und vielen anderen immer gesagt, naja, jetzt gibt es eine künstliche Intelligenz, es gibt den Onlinehandel, es gibt jetzt vom rationalen Aspekt eine riesige Macht, aber was macht jetzt den Unterschied? Und ich würde jetzt eine Folie kurz einblenden, die ist fast vor 10 Jahren entstanden. Und ich habe damals gesagt, diesen fühlenden Denker braucht es. Und das zeigt auch ganz schön, Stefan, was du jetzt, glaube ich, gesagt hast. Weil die Wirtschaft, die Lehrmeinung, die wissenschaftliche, baut auf diesen roten Bereich auf. Logik, du musst planen, du musst Controlling haben und all diese Dinge, was in der Ausführung dann wahrscheinlich auch braucht. Aber da bin ich in der Bewertung, in der Konzentration unten die Auswirkungen. Und letztlich ist diese Ratio eine Wiederholung vom bisher Erlebten. Und was, glaube ich, uns völlig klar ist, wir brauchen neue Zugänge. Und für mich so eine ganz schöne Bezeichnung ist, vom Denken in die Wahrnehmung. Und wenn ich einen Mitarbeiter, der sich bewirbt, wahrnehme und man spürt, passt man zueinander oder nicht, ist das eine ganz, ganz große Geschichte. Und der grüne Bereich, der unterscheidet uns jetzt auch von der künstlichen Intelligenz. Und da braucht es aber viel mehr als eine gute Beratung von Produkt. Das ist ohnehin die Voraussetzung, sondern wirklich das Interesse an den Menschen. Wie der Stefan gesagt hat, du wolltest nur einen Kaffee und das war vielleicht gar nicht beschreibbar, was es war, aber das war so ein herzliches Herrichten, so ein liebevolles, was immer. Und das ist das, was uns ausmacht, diese Berührung. Und diese Berührung schaffen wir in der Ökonomie der Menschlichkeit auf ganz, ganz vielen Ebenen.
Und das ist eben der Ausdruck da unten, diese Emotion, die Wahrnehmung, das Gespür, also ein bisschen hell sehen, vielleicht sogar, was sich der Kunde Gast wünscht und vielleicht auch eine gewisse Bedingungslosigkeit. Das höre ich nämlich auch öfter, dass es einmal in Ordnung ist, wenn ein Kunde oder ein Interessent nicht kauft. Weil das ist oft auch eine Hemmschwelle. Ich gehe hinein und habe das Gefühl, ich muss was kaufen. Und im Online da bin ich da in dem Sinn völlig frei. Es muss einfach positive Erlebnisse, Emotionen geben. Und das können wir gemeinsam schaffen. Und interessant auch mit dieser Logotafel, wenn man die drauf hat auf einem Ladengeschäft. Und man sieht die. Und das ist sehr, sehr interessant. Es gibt ganz viele Logotafeln. Und wir sehen, und auch danke dir nochmal, Tom, für die Unterstützung, für die Klarheit, dass diese Tafel entstanden ist. Die macht was. Wenn du die siehst, Ökonomie der Menschlichkeit, auch wenn ich nicht genau weiß, was es ist. Und eben Gerald Hütter, Folge der Freude, das gemeinsame Anliegen, in ein Gefühl zu gehen, im Team, mit den Kunden und auch Freude mitzugeben, selbst zu leben und mitzugeben. Und das kann so weit gehen, dass wir sogar aus der Wirtschaft heraus in der Ökonomie der Menschlichkeit die Freude in unserem Land nach oben kommt, bringt. Denn es geht aus meiner Sicht gar nicht mehr um den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens, sondern wo gehen wir als Kultur, als Gesellschaft, wo gehen wir in dem Sinn gesamt hin? Und wenn es uns gelingt, dass da ein paar tausend Unternehmer mal dabei sind und mir immer die Botschaft wiederholt, dass es ja um die soziale Begegnung geht, dass es viel mehr als um ein billiges Produkt geht, um den Wertschöpfungskreislauf, wo geht das Geld hin, dann wird es ganz, ganz interessant. Und ich schaue jetzt auf die Frau List, denn es sind so Zufälle. Ich höre vor ein paar Tagen, Baden bei Wien ist ein gallisches Dorf irgendwie und das ist nahe Wien und die haben trotzdem eine hohe Wertschöpfung und irgendwas machen die richtig. Und dann sehe ich von der Birgit Berl, mit der in Kontakt sind, eine ganz tolle Frau, im Facebook ich war in Baden und habe da ein Interview oder irgendeine Veranstaltung moderiert. Birgit Berl, Landschaft Leben, moderiert die im ORF. Und ich habe die Frau List dann kontaktiert oder vielmehr die Birgit gefragt, ja, wer ist denn da zuständig? Und sie haben sogar einen Termin abgesagt. Und ich bin wirklich ganz, ganz dankbar, dass da sind. Wir haben uns noch nie gehört, wir wollten vorher telefonieren. Aber Frau List, ist Baden ein gallisches Dorf? Was macht sie? Ist da was anders? Wie schaut das aus? Wir waren einmal dort bei euch und ja, wir wären gerne viel, viel länger geblieben. Wir freuen uns natürlich über alle Gäste, die kommen. Ja. Ihr seid herzlich willkommen, uns zu besuchen, um selbst einen Lokalaugenschein zu nehmen. Freue mich, dass wir uns jetzt auf diesem Weg kennengelernt haben. Und ich empfinde jetzt Baden natürlich als etwas sehr Besonderes, weil ich eins meiner Geschäftslokale dort habe und es dort wirklich ganz viele beseelte Unternehmer gibt. Aber ich glaube, das gibt es quer durch in ganz Österreich in Wirklichkeit. Ja. Also wir sind da gar kein Phänomen. Wir bemühen uns im Stadtmarketing, wir sind ein Unternehmerverein, also wir gehören nicht zur Gemeinde, sondern wir sind 160 Unternehmer in Baden, die sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsam sozusagen lokales, regionales Geschäft zu bewahren und voranzutreiben. Also ein bisschen gegen Amazon anzutreten, aber vor allem mit all dem, was jetzt die Vorredner von mir gesagt haben, die auch alle gesagt haben, es ist nicht die Bestellung bei Amazon, sondern es kommt auf das Ganze rundherum an. Für mich zum Beispiel ist es, wenn ich irgendwo ein Produkt kaufe in Baden, ich weiß, das ist teurer, als ich es bei Amazon kaufen würde. Ich weiß aber, dass ich in dem das Geschäft förder, wo ich es kaufe, der mein eigenes Geschäft wieder zurückfördert, dass wir uns einfach alle gegenseitig unterstützen. Und ich treffe am Weg nette Menschen, dann treffe ich einen netten Unternehmer, mit dem ich plaudere, oder einen netten Mitarbeiter. Man hat eine Interaktion, ja. Und ich könnte das Produkt auch wieder zurückbringen. Ich brauche da keinen Postweg, sondern ich gehe zu Fuß zu dem Geschäft und wieder zurück. Das ist für uns ein Mehrwert, ja. Und wir versuchen alle gegenseitig halt bestmöglich uns zu unterstützen. Natürlich gibt es da immer Ausreißer und Ausnahmen, aber wir versuchen das halt einfach ganz extrem voranzutreiben, weil wir glauben, das ist die einzige Chance, die wir haben. Ja, schön, die Begegnung erleben.
Vielleicht haben wir dann noch mal die Möglichkeit, noch einmal nachzufragen. Wir haben auch dabei Klaus Horvath, SPS, St. Johann, drei Gemeinden. Ihr macht ganz viele Veranstaltungen. Und was mich ein bisschen überrascht hat, Klaus, in unserem Telefonat hast du mir gesagt, naja, bei uns geht es mit dem Handel aufwärts, das wird stärker, das wird besser. Magst du kurz sagen, was ist eure Zauberformel, dass das so gut läuft bei euch? Gerne ganz kurz, nur bevor ich starte. Ich hatte die Ehre, 7 Jahre in Baden bei Wien zu wohnen. schon einige Zeit her, bin vor 13 Jahren leider weg, beruflich. Und das Besondere, also es hat ja jede Stadt, jeder Ort seine Besonderheiten. Das Tolle bei Baden, was mich auch immer sehr gut gefallen hat, einerseits die vorhandene Architektur, das Biedermeier, auf der anderen Seite eine überdurchschnittlich hohe Finanzkraft der Kundinnen und das in Verbindung, dass viele Unternehmerinnen auch im Gemeinderat sitzen und damit einfach bestimmte Widmungen verhindert haben. Und das, muss ich sagen, habe ich auch ein bisschen mitgenommen. Ich war ursprünglich bei der NEM, daher auch Baden, und bin dann eben über die Binskermilch in Maishofen im Endeffekt in Basteinertal gelandet und von dort den Neuaufbau, den wirtschaftlichen der drei Gemeinden und jetzt seit 6 Jahren in St. Johann in Bongau. Zuständig das Gleiche, was der Ulle List in Baden macht, im Endeffekt eben für die Bezirkshauptstadt St. Johann plus Bischofshofen und Schwarzach. Das heißt, wir haben gleich drei Ortschaften und es ist wirklich sehr unterschiedlich. Wir haben vorher auch das Wort vom Kollegen Kopeinig aus Kärnten gehört, was mich auch sehr freut. Bin in Villach aufgewachsen, also ich kenne auch einige Kopeinigs von dort, echter Österreicher. Ich habe kurz vorher reingeschrieben, Präsentationen von Bürgermeistern sollte man grundsätzlich mit Vorsicht begegnen. Genau das ist es auch. Ihr wart in Bischofshofen, ein, würde ich mal sagen, von der Raumordnung her und auch von der Umsetzung her ein Musterort. Allerdings von den politischen Entscheidungen her ein Griff ins Klo. Sprich, man hat in den letzten 20, 25 Jahren den Donut-Effekt bis zum Exzess betrieben und schafft es damit eigentlich, die Geschäfte aus dem Ortszentrum rauszukriegen. Wir haben dort 14 Leerstände von 80 Quadratmeter bis zu 1800 und das seit mehreren Jahren, die nicht mehr voll zu kriegen sind. Ganz unterschiedlich St. Johann in Bongau, wo wir auch immer ein sehr gutes Verhältnis auch zur Gemeinde gehabt haben und all diese Widmungswahn, den es da gegeben hat, in den letzten 30 Jahren verhindern konnten. Das heißt, unsere Organisation gibt es jetzt seit 1971 und wir haben in St. Johann in Bongau als Bezirkshauptstadt mit 11.000 Einwohnern keine Leerstände. Der Handel floriert, es geht nach oben. Der Anteil an Konzernfilialen oder an Filialisten von mittelgroßen Handelsbetrieben ist sehr gering. Die meisten Geschäfte, die wir haben, sind Unternehmerinnen geführte Familienbetriebe. Wir haben es mit einer Stadt mit 11.000 Einwohnern, 5 Bäckereien, 2 Fleischereien. Das gibt es in Bischofshofen zum Beispiel nicht mehr, obwohl die Stadt gleich groß ist. Das heißt, dort ist der gesamte LEH-Bereich, auch der Drogeriehandelsbereich, an den Stadtrand gezogen. Dort hat sich eben dieser Donut-Effekt durchgeschlagen. In St. Johann haben wir das mitten im Zentrum. Klaus, ich werde teilweise nervös. Und zwar deshalb, wenn ich jetzt mit Steuerberatern rede, von diesen Unternehmen in St. Johann, ja, würden die auch sagen, es geht aufwärts? Zum Teil ja. Wir haben der große Bereich vom Onlinehandel, wir haben vorher gesagt, Amazon, Zalando und Co., unsere großen Mitbewerber. Es ist klar, dass die auch eine bestimmte Kundenschicht abziehen, aber die ist bei uns, glaube ich, deutlich geringer wie in anderen Ortschaften, weil wir wirklich den Leuten tagtäglich erklären, wenn du bei uns einkaufst, hat das einen Effekt. Kaufst du bei Amazon und Zalando ein, hat das keinen Effekt. Ein gutes Beispiel, letztes Jahr waren wieder 2 Mädels da von unserem Gymnasium, Spenden erbeten für ihren Matura-Ball, nachdem ich bei den großen Handelsfirmen, die wir im Textilbereich sind, auch ein bisschen im Einkauf mitmischen darf, kenne ich auch die Produkte, die sie verkaufen. Und ich kenne auch das, was sie bei Amazon und Zalando gekauft haben.
Und habe die Mädels ganz direkt gefragt, wo habt ihr eure Sachen gekauft? Ja, na, bei Amazon, bei Zalando und bei dem und bei Temu mittlerweile ist auch ein Thema. Dann habe ich gesagt, okay, dann geht's raus, ruft sie Herrn Amazon an und die Frau Zalando und bittet die um eine Unterstützung für euren Naturaball. Dann haben wir mal geschaut. Ja, warum, wieso? Ich sage, ja, wenn ihr nicht bereit seid, auch bei uns einzukaufen, wo soll das Geld herkommen für euren Naturaball? Das Gleiche ist auch mit den Vereinen. Im Endeffekt, die Vereinstätigkeiten, und die sind sehr stark im Kinder- und Jugendbereich, das heißt, das ist auch ein Faktor, den wir eigentlich für die Ortskernbelebung auch brauchen, lebt davon, dass es Menschen gibt, die auch in den Vereinen mitmachen können. Das heißt, Arbeitsplatz am Wohnort. Wenn wir Jugendliche mit 15, 16 Jahren haben, und das habe ich im Gasteinertal gehabt zum Beispiel, ein Mädel, die hat im Bordgastein gewohnt und ihre Lehrstelle in Werfen gehabt. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln circa 1,5 Stunden, wenn man Glück hat, von der vom Wohnort zum Ort, wo die Lehrstelle ist, in der Früh hin und am Abend zurück. Die hat keine Zeit mehr für einen Verein. Wobei ich jetzt keine qualitative Aussage treffen möchte, ob jetzt das eine hochwertige Sache ist im Kulturbereich oder im Sportbereich oder irgendein einfacher Verein. Aber all das hängt damit zusammen. Ja, das heißt, das geht ziemlich weit. Und stehen da auch die Menschen dann. Ja, nein, vom Raum her. Vielleicht magst du noch ein oder zwei Sätze sagen, wieso geht es in St. Johann aufwärts? Was ist eure Besonderheit? Ich weiß, du machst viele Veranstaltungen, ihr macht ganz, ganz viel. Aber was könnte der Wissenstransfer in andere Regionen sein? Was macht wirklich, bleiben wir bei St. Johann, was macht das aus? Das eine ist wirklich das tagtägliche Erklären, was passiert, wenn wir es nicht tun. Also auf die logische Ebene, auf der Gefühlsebene und jeder, der St. Johann kennt, weiß architektonisch nicht wirklich ein Highlight. Das heißt, wir haben halt die 80er Jahre Pseudo-Alpinenbauten, die wirklich alles andere wie schön sind, aber man kann auch dort Gefühl mitgeben. Das beste Beispiel, ich stehe in 2 Wochen wieder 3 Tage auf der Straße und spreche einfach, wie gesagt, pro Tag 1000 Leute ansprechen, mich bedanken, dass sie da sind. Und die kriegen eine Blume in die Hand gedrückt. Das heißt, da ist automatisch ein Grinsen da. In der Corona-Zeit sind wir auf der Straße gestanden, vor den geschlossenen Geschäften und haben in Elefantenkostümen getanzt und einfach den Leuten ein kleines Grinsen ins Gesicht zu geben, die sonst ziemlich finster und böse im Auto sitzen. Wir haben letztes Jahr gehabt 64 Veranstaltungstage nur von uns aus, parallel dazu noch über 100 Veranstaltungstage von unserer Kulturplattform. Das heißt, es kann eine Gemeinde, die primär nicht zuständig ist für Ortskernbelebung, etwas tun, wenn sie Profis anstellt, das zu tun für sie. Das heißt, professionelle Kulturveranstaltungen, professionelles Stadtmarketing und das funktioniert in Summe bei mir im Büro. Wir sind 7 Leute hauptamtlich, im Kulturbüro sind 3 Leute hauptamtlich. Und wir schauen, dass wir den Ort rocken und den Leuten tagtäglich irgendein Programm geben und sie auch bespielen. Immer erreichen. Das von A bis Z quer durchgemischt. Georg, du warst bei einigen Veranstaltungen dabei, du weißt, was bei uns halt los ist. Na schön, Klaus. Und das wäre jetzt das Interessante, weil du ja ein bisschen beklagt und Anführungszeichen hast, mit anderen Werbegemeinschaften ist nicht so einfach. Dieser Wissenstransfer ist wichtig und wo wir wirklich einen Schlüssel sehen. Was ist die Unterscheidung zwischen global agierenden Unternehmen, die nur gewinnmaximierend unterwegs sind, zu eben beherzten, familiengeführten Unternehmen? Und das zeigt ganz, ganz klar die Ökonomie der Menschlichkeit. Wenn es uns da wirklich gelingt, in so Einkauf stoßen, wenn diese Logotafel immer wieder aufpoppt und ich da hineingehe und aber etwas erwarte, was mich wirklich verblüfft, so wie der Kaffee beim Stefan, dann macht es was. Und wir sind da dabei, so einen Art Werkzeugkoffer zu schaffen, dass wir sagen, wie können wir verblüffen, wo gibt es Ideen? Wir sind emotionale Wesen und diese Berührtheit, die macht was mit uns. Ja. Und ich kenne wirklich Geschäfte, da sind die Leute eingegangen und haben eine riesen Gaudi gehabt und wir kommen jetzt noch zu einem ganz interessanten Punkt und dann ist gekauft worden, aber nicht, weil es billig sonst was war, sondern weil ich mich als Mensch wirklich dort willkommen gefühlt habe. Und diese Verbindung, die ist kürzlich erst auftaucht und die hat mit Spiel zu tun. Und diese Freude ist ja für viele
für viele gar nicht mehr da, gerade in der Wirtschaft nicht. Aber Freude ist ein Grundbedürfnis und die ist da. Und wir machen den Freudestatus. Wir haben Werkzeuge, also die Marke Ökonomie der Menschlichkeit steht. Aber wo ich jetzt hinleiten will, ist mit meinen vielen Ausschweifungen hin zum Christoph. Denn wir haben jetzt gezoomt kürzlich und ja, ich habe gesagt, boah, desto länger wir gezoomt haben, desto dynamischer es war. Und du bist ein ganz kreativer Kopf, hast dein Leben viel geändert. Du magst Reportagen, Online-Reportagen, aber du hast mir von einem Spiel erzählt und dieses Spiel, das macht was. Magst du ganz kurz sagen, das ist nämlich tiefe Berührtheit und es geht auch darum, dass wir uns wieder zeigen, wir sind keine Roboter, wir funktionieren nicht. Eingangs war die Frage, ja, wie geht's da? Ja, dann sagt man gut und dir, aber was ist das für Beschreibung? Wir dürfen uns wirklich ausdrücken, wir dürfen auch versuchen, ja, auch zu zeigen, auch nicht, dass man perfekt ist und all diese Dinge. Christoph, bitte, wenn du noch einen kurzen Impuls geben magst zu dem, was du tust, was ich hochgradig interessant und wichtig finde. Dankeschön, deine Überleitungen sind wunderbar. Ja, Christoph Anner, ich bin Gründer von Optimizing Business TV. Wir sind ein kleiner Fernsehsender, der sich mit werteorientiertem Unternehmertum befasst und haben zum Beispiel mit Astrid Luger und der Kulim Natur auch eine tolle Dokumentation produziert. Und wir haben vor einiger Zeit während Corona eine Möglichkeit gesucht, kleine Unternehmer zu unterstützen und sind zuletzt auch mit dieser Sendung in den Handel gegangen. Und da machen wir Folgendes. Es geht genau um diesen Connect zu Personen, also zu der Emotion, dass die Leute auch sich wohin bewegen. Und wir gehen zu Unternehmer und spielen mit ihnen Spiele, Kinderspiele und machen dabei ein Porträt. Warum spielen wir die Spiele? Zum einen, es ist faszinierend, die Leute sind plötzlich authentisch und sind einfach gut drauf und lachen und haben eine Gaudi vor der Kamera und vergessen, dass eine Kamera dort steht, sind plötzlich völlig authentisch. Ja. Und da stellen wir aber nicht, da geht es nie ums Produkt. Die erste Frage, die ich immer stelle, warum machst du das, was du machst? Und das ist das Faszinierende, dass wir hier, wir waren vor kurzem zum Beispiel in Klosterneuburg beim Peter Komolka, Spielepeter, der einfach mit hoher Emotion erzählt hat, dass er sich seinen Kindheitstraum erfüllt hat, jetzt nochmal ein Spielzeuggeschäft aufzumachen. Ja? Und wir haben ihm dort gefragt, was sind denn die schönsten Erlebnisse? Und dann erzählt er mit einem großen Grinsen, das Schönste ist es für ihn, wenn die Omas und Opas kommen mit dem Enkel und Oma und Opa sagen nur was Kleines und dann kriegt das Enkel große Augen und dann geht es mit was Großem aus, statt mit was Kleines. Ja? Und er erzählt das mit so einer Liebe und Leidenschaft. Und diese Sendung plus halt, wir machen dann oft so Social Media Clips, hat er auch selber gesagt, er hat richtig gemerkt, wie Menschen über diese Clips, halt über diese Emotionen dann einfach interessiert waren, nicht am Geschäft, sondern an ihm. Also diese persönliche Sympathie aufgebaut war und die Leute einfach mal reingeschaut haben, weil sie einfach ihn sympathisch gefunden haben. Ja. Und da sind wir bei dem, was der Klaus ja gerade gesagt hat, Freude machen, Spaß haben, Freude machen. Dann trauen sich die Leute auch wieder rein, auch die Jüngeren rein ins Geschäft, weil wir eben ein bisschen einen Disconnect haben zu früher, wo reinzugehen, wo wir wen nicht kennen. Also da ist eine gewisse Distanz entstanden. Und dieses Spiele spielen und Spaß haben, das ist eine Sendung, die wir jetzt gerne weiter verbreiten wollen und halt schauen wollen, wie können wir mehr Menschen unterstützen mit dieser Sendung, weil es einfach um die Gaudi geht und um das Shopping-Erlebnis geht. Und dazu zählt einfach der Mensch, der da drinnen steht im Geschäft. Das ist das Erlebnis. Ja. Schön, Christoph. Spielen wir da weiter, wirken wir da weiter, da kann noch viel entstehen, wir sind am Anfang. Und Astrid Luger, weil du erwähnt hast, ja, ein wunderschön Kulum Natura. Astrid hat mich mal eingeladen und ich war mit meiner Frau dort und ich habe mir gedacht, ja, wieso will ich unbedingt, dass ich zu einer komme, aber ich habe dann gewusst, warum. Weil das so ein Zauberort ist und es wird die Kunst künftig wichtig sein. Wir haben leider keinen Künstler dabei heute, sind mit zwei sehr intensiv in Kontakt, wo wir eine Wanderausstellung kreieren, 10.000 Wirtschaftsgeschichte und jetzt, weil wir in einer völlig neuen Zeit sind, gewisse Dinge funktionieren nicht mehr und jetzt kommt es eben um den fühlenden, weiblichen, berührenden Teil und das ist eine Riesenchance und die bauen wir aus und das Spiel, Christoph, ist ein absoluter Schlüssel und wir brauchen vorher oft einmal die Begegnung, damit es zu den Kontakt einmal kommt und wenn man sie sympathisch ist, sagt man, man macht. Und wir werden noch ganz viel zum Feiern haben. Und was jetzt wirklich gelingen darf, ist, dass man, wir sagen immer, ja, der Einzelne, was will der tun? Und eine Region wie SBS ist natürlich schon kräftig in der Region. Aber wenn das interaktiv wird, Österreich,
und wirklich viele, viele, viele wären. Und ich würde da auch eine Wirtschaftskammer zum Beispiel absolut an Bord sehen. Da gibt es die Frau Kühnel, das ist Innovationsmanagerin, weil es für sie jetzt greifbar ist. Wir haben eine zweite Bilanz, die ist definitiv da, diese Freudebilanz. Und die ist haltbar, die ist wissenschaftlich fundiert, die ist evaluierbar. Und das ist eine Riesenunterscheidung zu nur, wenn ich sage, ich bin geldorientiert. Und was ich jetzt abschließend noch gern tun würde, zwei Beispiele zu zeigen. Die Elisabeth Felding ist auch heute dabei. Und das ist ein Bio-Ladengeschäft. Und was ist das? Kriege ich dort ein Produkt? Und vielleicht, bevor ich da noch hinkomme, weil der Thomas Schnabler da ist. Lieber Thomas, ich danke dir. Die Logotafeln habe ich entwickelt. Und wir haben gestern einen Termin gehabt. Und das war insofern ein bisschen anstrengend, weil der Thomas gesagt hat, ja, was macht's jetzt genau? Wie schaut das jetzt genau aus? Und das Interessante ist, wir haben kein Konzept von uns aus, sondern wir kreieren das. Das entsteht im gemeinsamen Tun, in der Begegnung. Und in jeder Begegnung kommt wieder was Neues und so baut sich das mehr und mehr auf. Sonst wäre es ein alter Hut, wäre es eine Hierarchie. Ein paar Leute sitzen sich zusammen, entwickeln was. Das ist nicht mehr der Zeitgeist. Der Zeitgeist ist, dass wir sagen, wie können wir gemeinsam gestalten? Und jetzt haben wir nur ein paar Leute. Und am 28. beim Folgentermin wünsche ich mir einige Bürgermeister, einige Akteure. Und wo wir richtig dann schon eine Basis haben und wo wir dann den Wissenstransfer schaffen. Und der Wissenstransfer ist auch bei Freude entscheidend wichtig, weil wenn ich jetzt sage, ja, wie steuert die, wie gehe ich um damit, wenn ich jetzt sage, ich habe das gemeinsame Anliegen Freude im Unternehmen, wie reagieren die Mitarbeiter, die Kunden drauf? Das ist eine völlige Verblüffung, weil das mit dem Produkt, Dienstleistung, das wird das Nebenprodukt, sondern es geht wirklich um die Begegnung. Das ist aber ein völlig neues Feld, das ist für uns völlig ungewohnt und auch die zweite Bilanz, ganz ehrlich gesagt, wir haben einige Unternehmer, die haben sie noch nicht gemacht, weil sie gesagt haben, ja, ich weiß nicht, wie das ausgeht, im Moment sind wir nicht so gut drauf, völlig egal, wie die Bilanz ausschaut. Was wichtig ist, ist, wenn wir einen Status haben mit diesem Freude, mit der Freudebilanz, dass wir sagen, und wie können wir uns noch weiterentwickeln? Und da wird uns der Andreas Moreau als im Projektteam helfen, als kompetenter Coach. Also da gibt es eine Begleitung, da ist niemand allein lassen und das wird sich sukzessive aufbauen. Und der Thomas hat auch noch gesagt, ihm wäre die Begegnung so wichtig, die reale. Das wird der Weg der Menschlichkeit werden. Der führt schon durch Österreich, durch 5 Bundesländer, 888 Kilometer. Da können wir Meetings machen. Das sind Begegnungsräume. Das hat eine ganz andere Qualität, als wenn man sich in einen Raum setzt. Und da wird ganz, ganz viel gestalten. Aber wir dürfen, glaube ich, nicht mehr jetzt über dieses rationale Erklären, Verstehen wollen gehen, sondern jetzt geht es richtig um die Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung, Astrid Weili-Disiak, wir haben ein paar Minuten gesprochen und du hast gesagt, genau das braucht es. Das leben wir, das stärken wir, das nähren wir. Ihr könnt euch sogar vorstellen, dass es so ein Regionalstützpunkt wird für die Ökonomie der Menschlichkeit. Und genau das hat die Kraft. Und Astrid, sag du vielleicht noch 2, 3 Sätze dazu. Was ist das Zauberhafte? Wieso geht es bei euch so leicht? Und wieso seid ihr immer in der Freude und in der Lösung, trotz vieler Herausforderungen? Ja, das ist eine gute Frage. Weil wir Berufung leben. Wir haben ja vorhin auch gehört, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, der Stefan Wimmer. Der hat mir sehr gut gefallen, weil genau so gehört es, dass wir unser Team aussuchen. Wo ist das Herz? Ist das Herz auf dem rechten Fleck? Und ist er oder sie zu begeistern? Also Begeisterung für das, was ich tue, ist das Allerwichtigste. Und das machen wir ja auch bei uns in der Akademie, in dem Moment, wo wir die Naturfriseure ausbilden. Und wir begeistern sie für die Natur, für das, was sie tun, für die großen Chancen, die sie haben. Und da sind viele mit im Boot und ich bin da auch ganz glücklich, dass da immer wieder neue dazukommen. Schön. Ja. Wir werden einmal die Gelegenheit haben, dass ihr euch kennenlernt. Es ist ein tiefes Bedürfnis von uns, aber bei uns geht es jetzt sehr stark um eine Stiftung, dass wir eine Stiftung schaffen, die ganz ein anderes Level hat, da führen mehr Dinge zusammen, auch Schulen der Menschlichkeit, wo wir uns gerade heute austauscht haben. Da ist viel möglich. Wir haben es nicht ganz geschafft, dass wir auch durchkommen. Ja, ich weiß nicht, in Chat vielleicht noch eine schreiben. Hat noch jemand in der Runde jetzt ein ganz ein dringendes Bedürfnis, was jetzt dem dienen würde, irgendein Werkzeug, eine Idee, ein Werkzeugkoffer, was wir schaffen, irgendein Impuls, der noch wesentlich wäre? Gut, dann darf ich noch in der Kommunikation, das wird aus meiner Sicht extrem noch unterschätzt, was diese menschliche Komponente an Kommunikationsmöglichkeiten bietet, an einer neuen Sprache. Ich bemühe nicht mehr persönlich um den Kunden, Person,
das reine Geschäftsmodell, sondern ich bin menschlich da. Und menschlich da heißt ganz andere Energie. Da ist der Gerald Hütter zum Beispiel ein toller Lehrmeister für uns, der da schon einige Impulse gegeben hat und der diese Menschlichkeit ja auch als ganz große Chance sieht. Aber wenn wir jetzt uns nur rational erfinden, sind wir nichts anderes wie die künstliche Intelligenz. Und das uns weit voraus. Und ich blende jetzt noch ein, das Willkommen von der Elisabeth Feldinger. Der Kunde, wenn er ins Geschäft kommt, das ist ein ganz toller Bioladen nähe Salzburg, kriegt diese Information und das ist das, was da draufsteht und einfach einmal nur wirken lassen. Und viele Geschäfte sind ein unwiederbringliches Kulturgut. Und wie so oft, wenn man was nicht mehr hat, merkt man erst, was fehlt. Und so weit darf es einfach nicht kommen. Das braucht eine gemeinsame Anstrengung, die Wiederholung und immer wieder in die Gesellschaft zu kommunizieren, um was geht es denn wirklich? Was wollen wir? Wie soll unser Lebensraum, Erlebensraum in 15 Jahren ausschauen? Und eine ganz große Möglichkeit ist auch noch die Übergabe der Logotafel, wo man jetzt vermehrt aktiv werden, wo Medien auch total offen sind. Und da haben wir eine, die ist jetzt leider heute nicht dabei, aber das ist auch ein Bioladen in der Nähe Salzburg und das ist die Einladung und die Sprache, was da dann an die Kunden geht. Ja, die Menschlichkeit als große Klammer. So selbstverständlich, wir hören es immer wieder, Menschlichkeit ist sehr selbstverständlich. Dennoch merkt man, dass immer mehr Trennung da ist. Und wenn wir als Gesellschaft wieder zueinander finden, und das ist auch das große Ansinnen und die Stiftung, die wir dabei sind zu gründen und die auf ganz schöne Resonanz stößt mit den paar Menschen, was wir bis dato gesprochen haben, aus der Wertung gehen, nicht mehr das Gut-Böse-Spiel, sondern richtig zu schauen, wie können wir unseren Lebensraum gestalten und niemand ist zu wenig, sondern jeder ist menschlich genug. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, denn bei Nachhaltigkeitsgeschichten, da ist man, glaube ich, sehr schnell dran und wir erleben sehr oft, dass Unternehmer sagen, ja, ich weiß nicht, wie soll ich damit umgehen, Mitarbeiter, was sagen die dazu, Menschlichkeit? Das ist richtig, eine ganz neue Liga und die Spirale geht mehr und mehr nach oben. Und wenn man den inneren Dialog stärkt, wenn man positiver wird, wenn man sich an der Freude orientiert, das ist ein Grundrecht, dann ist es nicht zu stoppen, dass man richtig, und das ist die Berührtheit dann in Folge. Das wirkt, das streut, das macht definitiv was. Und ja, in diesem Sinne, Einladung 28. Mai, weil jetzt Barbara Hutecker noch sieht, die ist in dem Projektteam Tourismus. Da haben wir auch in Kürze in ein paar Wochen, Tourismus ist viel, viel möglich, enorm viel möglich. Da haben wir eine ganz interessante Frau dabei, Nicole Kopiol, Fucking Leadership, hat die ein Buch geschrieben. Die ist in Nürnberg, Schindlerhof. Die ist der Meinung, wir dürfen die Wirtschaft jetzt neu erfinden. Es ist an der Zeit, das machen wir in dem Sinn auch. Die Frau Saas ist jetzt auch noch gekommen, Christine Christi, ganz eine ganz tolle Frau. Nikolai Hof, älteste Weingut Österreichs. Ganz viel Erdung, Bescheidenheit, Klarheit. Wenn ich oft Herausforderungen habe, jetzt weniger, weil einfach ja auch du sehr gefordert bist zeitlich. Ich habe die oft um Rat gefragt und das ist dann wirklich was, was ankommt, gut reflektiert ist und wir können uns gegenseitig so unterstützen. Es ist so, so viel möglich. Wir haben eine ganz wunderbare Basis und ich habe eingangs schon gesagt im Vorgespräch,
ich bin jetzt wirklich ganz dankbar. Wir haben eine Enkelin seit 24. Dezember und ich habe echt einmal eine Motivationsfrage gehabt, wo ich gesagt habe, warum tue ich das eigentlich? Wieso sitze ich mit dem aus, aber mit dieser Carla, wie sie heißt, ja, dass die einen Lebensraum hat, der wirklich menschlich ist, das war für mich eine Riesenmotivation. Und ja, in diesem Sinne geht es um eine gute Zukunft für uns alle und die schaffen wir. Danke für eure Pionierarbeit und schön, wenn wir uns am 28. Mai wiedersehen. Jeder, der in der Ökonomie der Menschlichkeit mitwirken will, ist es ja niederschwellig möglich, einfach zu registrieren. Dann gibt es ein Willkommens-Zoom und da besprechen wir die Formate. Es gibt ein Buch, das wir entwickeln. Es gibt einen Freudekalender. Also auch sehr viele analoge Dinge, wo wir mehr und mehr in dem Sinn wirken. Und auch Ideen sind willkommen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank euch allen. Schönen Danke Abend. Dir. Danke. Ja. Alles Gute in die ganze Runde. Wiedersehen. Danke.